Die von Tom Tykwer, Henk Handlüchten und Achim von Borries entwickelte und inszenierte Serie Babylon Berlin ist schnell zum Welterfolg geworden. Sie basiert auf einer Romanreihe von Volker Kutscher, in deren Mittelpunkt der Kriminalkommissar Gerion Rath steht, der in der späten Ära der Weimarer Republik ermittelt. Zu einer Zeit, als die goldenen 20er zu Ende gehen und sich der Nationalsozialismus immer stärker ausbreitet. Die dritte Staffel von Babylon Berlin spielt kurz vor dem Börsencrash von 1929. Im Filmstudio Babelsberg kommt eine Schauspielerin unter mysteriösen Umständen ums Leben. Gerion Rath und seine Partnerin Charlotte Ritter widmen sich dem Fall und sollen klären, ob es ein Unfall oder Mord war. Kurz vor Start der dritten Staffel haben wir die Hauptdarsteller Volker Bruch und Liv-Lisa Fries in Berlin zum Interview getroffen. Hallo Liv und Volker, sehr schön, genau, dass ich die Chance habe, mit euch zu sprechen. Also ich habe jetzt auch die ersten, also 4 Folgen von der dritten Staffel schon gesehen und genau, war wieder, genau wie bei den ersten Staffeln, wirklich sehr begeistert. Und vielleicht könnt ihr jetzt zum Einstieg erstmal so ein bisschen sagen, also in welche Richtung entwickeln sich eure Figuren, also Charlotte und Gerion, in der Staffel weiter? Also was jetzt anders ist, ist, dass sie jetzt Kriminalassistentin ist, beziehungsweise versucht noch mehr zu werden, also Kriminalkommissarin. Und insofern ist diesbezüglich neu, dass sie jetzt eigentlich eine Funktionsträgerin ist, in diesem System arbeitet, in dem gleichen Apparat wie Gerion Rath und all die anderen Figuren im Polizeidezernat. Und es jetzt nicht mehr ganz gut funktioniert, irgendwie die Klappe aufzureißen, wenn irgendjemand was sagt, was einem nicht passt. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung für die Figur. Sie hat auch mehr Verantwortung, weil sie für ihre kleine Schwester im Grunde Alleinerziehende jetzt ist. Genau, und wir gucken jetzt eigentlich einem Menschen sehr viel beim Arbeiten zu. Es gibt einen Mord in der Filmwelt, das kann man vielleicht sagen, den sie zusammen mit Gerion Rath und Henning und Schawinski und Böhm aufklären wird. Und ansonsten wird es ähnlich wie in Staffel 1 und 2 sehr viel geben, was zu großem Leid führen wird und schwer für sie ist zu durchstehen. Man macht es uns nicht leicht. Die genau. Autoren machen es uns nicht leicht. Ja. Nein, es geht weiter. Also Gerion wohnt jetzt in Berlin, hat eine eigene Wohnung, muss nicht mehr im Hotel wohnen, wie in der letzten Staffel. Kommt so ein bisschen an und ist auch nicht mehr der Neuling, sondern fast so ein bisschen Fuß in Berlin und eben dann kommen die neuen Aufgaben auf ihn zu. Also es gibt eben diesen neuen Fall und die Beziehung mit Helga ist auch nicht ganz einfach. Da bröselt's und bröckelt's an allen Enden. Ja, es bleibt spannend. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall wieder ein Auf und Ab. Ja, genau. Also es gibt auch nach wie vor noch Aufs, aber man kann schon sagen, dass es trotzdem, ja, düster ist vielleicht zu stark, aber es ist schon ernst, also Weltwirtschaftskrise steht an, also Börsencrash und da passiert, also es gibt viele tiefe Dinge, aber es gibt genauso wie ja heute auch und überhaupt auch, wo Schmerz ist, ist auch Freude im Gegenpol unbedingt. Und würdest du sagen, dass sie jetzt, also die Rolle Charlotte auch vielleicht insofern irgendwie oder was Besonderes für dich ist, weil sie ja auch in der damaligen Zeit so eine sehr starke Frauenfigur ist, die halt in so eine Männerdomäne eindringt. Also hat das für dich vielleicht auch noch schauspielerisch nochmal eine besondere Bedeutung? Also es hat natürlich eine Bedeutung, einfach weil Gleichberechtigung bis heute ein Thema ist und bis heute nicht in voller Gänze umgesetzt ist. Insofern ist es natürlich total wichtig und auch, man kann damit natürlich zeigen, wo hat es angefangen oder wo gab es natürlich auch schon mal Bewegungen, die dann später in der Nazizeit wieder zurückgeschlagen wurden. Und das finde ich schon gut. Und es ist aber auch interessant zu merken, was wir aber trotzdem bis heute auch schon geschafft haben. Also was damals undenkbar war, ist heute, also heute gibt es Kommissarinnen so. Und das gab es damals gar nicht. Also oder eben erst gerade neu. Insofern ist das auch interessant, einfach zu sehen, wo fängt das an, wie entwickelt sich das oder wie gehen Männer damals damit um, wie sind Männer heute? Also so, das ist schon interessant. Genau, und bei dir, also Gerion hat ja auch so eine posttraumatische Belastungsstörung. Also war das für dich auch schauspielerisch auch so eine besondere Herausforderung, das halt glaubwürdig darzustellen? Ja, das ist, also tatsächlich ist man da relativ frei in seiner Interpretation, weil wenn man das ein bisschen recherchiert, merkt man, dass die Auswirkungen und die Symptome von diesem Krankheitsbild sehr unterschiedlich sind. Und da kann man sich wirklich als Schauspieler dann austoben, weil man eben nicht so eine genaue
Richtlinie folgen muss. Genau, und was würdet ihr so sagen? Also Babylon Berlin war ja unfassbar erfolgreich, in zahlreiche Länder verkauft. Was glaubt ihr, ist so das Erfolgsgeheimnis der Serie? Warum kommt das so unfassbar gut an? Wir sind das auf. Nein, Quatsch. Es sind wahnsinnig gute Drehbücher, es sind wunderbare Schauspieler, es sind drei der besten Regisseure, die wir in Deutschland haben. Unglaubliches Maskenbild, tolles Szenenbild, tolles Kostümbild. Also da kommen einfach wahnsinnig viele Leute zusammen, die eine Vision haben, die gut und kreativ sind in dem, was sie tun, die authentisch was verfolgen. Es ist einfach kein Scheiß. Also es ist einfach, alle versuchen, so gut sie können, mit Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit gleichzeitig da einen großen Film zu zeichnen. Und das gelingt, glaube ich. Oder ich glaube, das gefällt und es fällt auch auf, dass das besonders ist. Ja, es ist scheinbar wirklich auch eine explosive Mischung jetzt von diesen drei Regisseuren. Und da muss ich echt sagen, da haben wir auch alle so ein Glück, dass die drei sich da gefunden haben, weil das so eine Potenz hat und weil die auch so unterschiedlich sind alle. Und nochmal auch alle in ihrer Unterschiedlichkeit so in so verschiedene Richtungen ziehen, dass das dadurch, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Dreidimensionalität und eine tolle Tiefe bekommt. Das geht, glaube ich, das würde man vielleicht, weiß nicht, alleine gar nicht hinkriegen. So. Genau, und das war ja auch die teuerste Serie, die jemals in Deutschland produziert wurde. Wie ist das denn für euch als Schauspieler? Also wenn man jetzt auch, sag ich mal, in solchen aufwendigen Kulissen ist, eben wenn alles sehr, sehr authentisch detailliert ist, also im Vergleich auch zu anderen Produktionen, ist man da auch noch viel stärker so ein bisschen in diese Zeit hineinversetzt? Also wir sind natürlich stark in die Zeit versetzt, weil, genau, weil es halt so sehr opulent ist zum Teil. Also eben gerade wenn viele Komparsen da sind, dann merkt man oder spüre ich auf jeden Fall immer so eine gewisse Dimension oder auf jeden Fall eine Größe oder auch gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Zeigen auf jeden Fall erstmal auch. Ne? Es gibt ja auch viele Szenen, die auch intimer sind, die eigentlich was ganz, die auch was Kleines haben. Aber ja, auf jeden Fall die Zeit, das kann man nicht leugnen, dass das in den 20ern spielt, oder? Es ist tatsächlich so, dass dieses Beeindruckende am Set oft zwischen den Takes passiert, dass man sozusagen rumläuft und denkt so, Alter, schon wieder, was hier los ist. Weil tatsächlich, wenn wir die Szenen drehen, dann ist es sozusagen ein ganz intimes Gespräch und es wäre jetzt wie, wenn wir uns unterhalten und im Hintergrund laufen 100 Leute vorbei. Das ist sozusagen für die Szene selber gar nicht so relevant. Und man kriegt es dann beim Spielen auch gar nicht unbedingt so mit, aber wenn man dann sozusagen mal Pause hat und sich umdreht, denkt so, Alter, was ist denn hier los? Also diese Größe und dieses Geld und natürlich die teuerste Serie, aber es ist natürlich immer zu wenig, weil es wird immer so kalkuliert, dass sozusagen man eigentlich noch viel mehr gebraucht hätte und so weiter. Also das heißt, auch da ist sozusagen das Geld immer knapp. Das hört sich so komisch an, weil es eben so ein gigantisches Projekt ist, aber auch da würde man gerne noch mehr und hier noch mehr und da noch größer und so weiter. Also auch da wird immer auf Kante kalkuliert. Genau, zum Abschluss noch ganz kurz die Frage. Also ganz kurz zusammengefasst, worauf können sich die Zuschauer in der dritten Staffel freuen? Also man kann sich auf jeden Fall auf eine Verdichtung freuen. Also man ist wirklich näher an den Figuren dran. Es ist einfach konzentrierter, man ist wirklich näher dran und die Figuren entwickeln sich weiter. Also wir gucken jetzt nicht bei einer Wiederholung von Gerion Rath zu, wie er irgendwie das Gleiche macht wie in den ersten Folgen, sondern es passieren neue Dinge mit den Figuren. Und wir können uns darauf freuen, dass Schauspieler, die wir alle schon sehr oft gesehen haben, wahnsinnig gut sind und auch die alt dabei sind und die neu dazukommen, sind alle wirklich ganz toll und gehen so nahtlos. Wir haben jetzt am Samstag Teampremiere gehabt und haben alle 12 Folgen im Kino geguckt, also von 11 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Und dann dachte ich auch so danach nochmal so, Martin Wuttke spielt jetzt auch neu mit. Und der spielt Chefredakteur. Und man hat so das Gefühl, der war schon immer da. Als würde es diese Figur schon immer geben und da ist er jetzt auf einmal. Und die spielen alle mit einer großen
Selbstverständlichkeit und Präzision. Und das ist wirklich toll. Und das ist natürlich auch nochmal den drei Regisseuren zu verdanken, die und Simone Bär, der Casterin, die so gut casten und da bekannte wie unbekannte Gesichter reinholen und wirklich die so in diesen Kosmos so reinmorphen lassen. Das ist wirklich toll. Stimmt, das sind eben auch Ronny Zerfeld und Tristan Pütter und Merit Becker und so. Das sind alles Figuren, die man sieht und denkt, man, stimmt, dass die schon dabei waren. Es ist tatsächlich, es war so ein Erlebnis jetzt vor 2 Tagen, wo wir alles geguckt haben und uns nach 12 Stunden das Kino ausgespuckt hat, in die Bar 1000 übrigens, wo der Holländer gedreht wurde, auch in der ersten Staffel, mit diesem großen Auge im Hintergrund, haben wir danach noch gefeiert zusammen. Und das war auch auf jeden Fall wieder ein ganz schöner Trip, irgendwie diese Staffel. Und da gibt es, also was mich besonders fasziniert hat, weil mir das beim Lesen nicht ganz so bewusst war, ist, dass sozusagen die politische Lage nicht unbedingt im Fokus steht von den Handlungen, aber immer passiert. Und du kriegst immer mit, wo du dich befindest und so. Und das finde ich ist wirklich sehr gelungen, dass du nicht mit dem Finger auf eine politische Situation zeigst, aber sozusagen eben immer mitbekommst, dass da was brodelt und dass da sich was entwickelt. Willkommen zu Hause. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, ist eine Tugend der Starken.